Hallo Leute und willkommen bei Timon. Heute haben wir ein cooles Experiment mit Vakuum und Gallium. Das erste Mal habe ich Gallium 2016 auf meinem Kanal gezeigt. Vor 2016 hat keiner Gallium in seinen Videos gezeigt. Außer vielleicht ein paar wissenschaftliche Kanäle. Gallium ist eigentlich nutzlos, aber es macht sehr viel Spaß mit Gallium zu spielen. Mit Gallium kann man auch jemanden pranken. Man sagt einfach, man hat Quecksilber aus einem Thermometer rausgeholt. Das coolste ist, wenn man Gallium in den Händen hält, erinnert man sich sofort an den Terminator. Mit Gallium haben wir fast alles gemacht. Ich habe sogar Lego-Steine hergestellt. Ach ja, Lego-Männchen waren auch mit dabei. Ein Fidget Spinner, den wir selbst gemacht haben und der dann von einem Zug überrollt wurde. Mit einem Galliumlöffel haben wir ein cooles Prank gedreht. Man gibt jemanden einen Löffel, um den Tee umzurühren. Sein Tee ist über 30 Grad, deswegen wird sein Löffel auch schmelzen. Mit Gallium könnt ihr einige Leute pranken. Man kann ewig lang mit Gallium rumspielen. Ach ja Leute, wir haben sogar Riesen-Aqualinos mit Gallium vollgespritzt. Die Bilder waren zauberhaft. Das einzige, was ich mit Gallium noch nicht gemacht habe, ich habe Gallium noch nicht in Vakuum gesteckt. Aggregatzustand von Gallium kann auch flüssig sein und wir wissen, was mit Flüssigkeiten im Vakuum passiert. Wir wissen auch, was mit Luftballons passiert, die vielleicht nicht gerade in eine Facebag drin stecken. Selbstgemachter Schleim in einem Miniglas tritt aus und wird zu einem Riesenpilz. Die Milch geht im Vakuum über. Ja Leute, ohne heiß zu werden geht die Milch über. Leute, heute zeige ich euch, wie Wasser im Vakuum zum Kochen beginnt. Aber nicht einfach so, nein. Ein Thermometer wird in Wasser drin stecken bleiben. Schauen wir mal, was damit passiert. Wassertemperatur beträgt zurzeit 30 Grad. Ich werde euch zeigen, wie der Thermometer sich im Vakuum verhält. Zum Schluss gibt's ein richtig cooles Trick, Leute. Ich stelle in Vakuum ein ganz normales Glas mit Leitungswasser. Merkt euch aber unbedingt die Gradzahl auf dem Thermometer, das ist ganz wichtig, Leute. Also ich sehe gerade um die 32 Grad. Also Leute, Vakuum ist an, schauen wir mal, was passiert. Also im Vakuum ist es ungefähr so, ob man jetzt auf einen riesen Berg gehen würde. Der Druck fällt ab, bis jetzt ist aber noch nichts passiert. Kleine Bläschen bilden sich schon mal im Wasser. Der Thermometer zeigt aber immer noch die gleiche Temperatur von 32 Grad. Also Leute, das Wasser fängt an zum Kochen und der Thermometer zeigt immer noch 32 Grad. Viele von euch werden jetzt schreiben, die Luft aus dem Wasser steigt jetzt aus. Aber nein, im Wasser ist gar nicht so viel Luft drin. Und wenn wir Vakuum anlassen, dann wird das Wasser die ganze Zeit kochen. So viel Luft wird nicht im Wasser drin sein, oder? So Leute, das Wasser kocht schon. Man könnte sagen, dass das Wasser jetzt über 100 Grad hat. Aber nein, es sind immer noch nur 32 Grad Celsius.
Unsere Glaskolbe wurde komplett beschlagen. Man könnte sagen, dass Wasser wirklich zum Kochen angefangen hat und ihren Aggregatzustand von flüssig in gasförmig geändert hat. Also, wir machen jetzt Vakuum aus und ich werde euch anhand diesen Thermometer was zeigen. Also schaut zu, Leute, seid gespannt. Na Leute, seht ihr das? Das Wasser wurde abgekühlt um 4 Grad. Wer weiß, warum das passiert ist, schreibt mir in die Kommentare. Also Leute, ich weiß, was da passiert ist. Man kann meinen, dass das Wasser gekocht hat. Aber nein, Wasser hat nur ihren Aggregatzustand verändert. Damit hängt es zusammen. An euch, kleine Wissenschaftler, ist jetzt nur die Frage, was ist da jetzt genau passiert? Schreibt mir bitte in die Kommentare. Wir haben sogar flüssigen Stickstoff mal in Vakuum gestellt. Flüssiger Stickstoff köchelt ohne Vakuum. Und was passierte in Vakuum? Ja Leute, flüssiger Stickstoff wurde im Vakuum eingefroren. Echtes Blut zum Beispiel konnte im Vakuum nicht zum Kochen gebracht werden. Um im Vakuum zu köcheln, müssen die Flüssigkeiten Gase enthalten. Und im Blut sind ziemlich wenig Gase. Jetzt kommen wir zu richtig coolen Sachen, Leute. Das ist Gallium. Gallium ist ein Metall, und zwar flüssiger Metall. Was wird mit Gallium im Vakuum passieren? Gallium müsste auch Gase enthalten, denn Gallium reagiert sehr gut auf Sauerstoff. Ich bin echt gespannt, wie Gallium im Vakuum sich verhalten wird. Lasst uns anfangen, Leute. Wir werden Gallium in einem kleinen Plastikdeckel in Vakuumgerät stellen. Also Leute, wie immer könnt ihr in den Kommentaren abstimmen. Wenn ihr meint, dass Gallium zum Kochen anfängt, dann schreibt ihr in die Kommentare Hashtag Kochen. Wenn ihr meint, dass mit Gallium nichts passiert, dann schreibt ihr in die Kommentare Hashtag Nichts. Also Leute, lasst uns anfangen. Vakuum wird langsam hergestellt. Gallium reagiert bis jetzt gar nicht auf Vakuum. Also Leute, langsam wird kompletter Vakuum hergestellt. Langsam fängt Gallium an, sich zu bewegen. Nein Leute, wir wackeln nicht mit Tisch. Vakuumgerät steht stabil und wird von uns nicht angefasst. Ich bin echt gespannt, was gleich mit Gallium passiert. Also Leute, es passiert da gerade was. Kleine Bläschen versuchen, sich den Weg nach oben zu schlagen. Seht ihr das? Gallium spuckt gerade mini kleine Galliumtropfen nach oben. Einige kleine Bläschen haben sich gebildet. Weiter passiert aber nichts mit Gallium. Also Leute, weiter wird wahrscheinlich nichts passieren. Wir werden langsam Vakuum ausmachen und sehen, was dann passiert. So, wir machen Vakuum aus. Ja, der hat sich ein wenig abgesetzt. Es ist aber nichts Spektakuläres passiert. Also Leute, wir haben gerade festgestellt, dass in Gallium doch ein wenig Gase drinnen sind. Die lassen kleine Luftbläschen nach oben schlagen. Wie so kleine Vulkane platzten die dann auf und spuckten kleine Tropfen Gallium in alle Richtungen. Das zeigt uns, Leute, dass nicht alle Flüssigkeiten in Vakuum zum Kochen beginnen. An dem Beispiel mit Sonnenblumenöl hat man das auch richtig gesehen. Am Anfang kamen mini kleine Bläschen, danach passierte gar nichts, absoluter Vakuum, und mit dem Öl passierte nichts, absolut nichts. Nur nachdem wir Vakuum ausgemacht haben, konnten wir eine Reaktion sehen. Ein Glas voll mit Melonensaft und Melonenstückchen wurde im Vakuum komplett verschäumt. Schaum trat aus dem Glas raus und das komplette Wassermelonenfruchtfleisch wurde nach außen gedrückt. Das sah nicht so appetitlich aus. Ja, und das passierte mit einem Spiegelei, mit einem rohen Spiegelei. Wir konnten ihn danach nicht mehr essen. Ja Leute, wenn ihr Lust habt, 200.000 Aufrufe und ich werde echte Lava in Vakuum stecken. Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, warum Wasser im Vakuum abkühlt.
Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen und bis bald!